Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Diese Episode nehme ich gleich im Anschluss der letzten Episode auf. Und heute heißt es wieder, wir geben Gas mit Arena-Spaß. Und das heißt, wir gehen die Truppe und in die Flottenarena. Ihr habt mir ein paar richtig tolle Tipps gegeben für die Flottenarena und die möchte ich gerne umsetzen. Aber hier werden wir mit der 501. reingehen. Also, es geht los, direkt nach dem Intro. So, Freunde, wir verlieren keine Zeit, sind sofort bereit und ihr habt mir außerdem Tipps gegeben, beispielsweise Bastila Shan Fallen zuerst zu killen, anstatt zum Beispiel Darth Revan zuerst zu killen. Das sollte mir vieles leichter machen. Wir versuchen es mal, wir greifen sie mal an, ich schmeiß noch kein Granätchen, schicken aber hier mal Anakin vor. So, und sie könnte schon down gehen durch diesen Angriff. Wir greifen jetzt mal hier, so, zack, sehr gut, sie ist down, super, klasse. Jetzt soll das Spiel um einiges leichter sein, wir werden es sehen. Weil sie kann es ja nicht schwächen oder sowas in der Art, ne? Vader greift an hier, macht sein Ding, bekommt aber nicht viel Bonuszugleistung zum Kram. Anakin geht ein bisschen meditieren, das ist in Ordnung. Jetzt killen wir mal Darth Revan. Wir schicken Echo mit... ich kann gar nicht. Granate! So, super, also Darth Revan ist auch da und jetzt greifen wir ihn hier an. Solange sie Fives nicht killen, ist alles gut. Oh Mist. Vader dreht durch. Ah, Anakin ist wieder da. Oh, okay. Gar nicht mal schlecht von ihm. Aber auch gar nicht gut. Zack, super. So, nicht gut genug, Vader. Nicht gut genug. Perfekt. Ich wollte, dass er durch den Geschützturm stirbt. Deswegen habe ich niemanden vorgeschickt, sondern normal angegriffen. Okay, das war ein easy peasy lemon squeezy Sieg. Wann immer wir nicht gegen galaktische Legenden kämpfen, ist das irgendwie machbar. Und als nächstes gehen wir zu den Schiffen und machen da ein bisschen weiter in der Flotte. Hier habt ihr mir den Tipp gegeben, die Hound's Tooth in die Startaufstellung zu packen, anstelle von den Vulture-Druiden. Also werde ich genau das tun und den Vulture-Druiden dann später einwechseln. Noch ein paar andere strategische Tipps habt ihr mir gegeben, die versuche ich umzusetzen. Ich weiß nicht, ob Sunfag hier gut ist, die Yen-Bomber. Ich lasse es einfach mal so. Vielleicht sollte ich nicht Sunfag in die Startaufstellung packen, sondern den Soldaten, weil der Soldat ja beschützt wird und dann Sunfag einwechseln oder so, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, aber der Soldat macht halt großen Burst Damage, wenn er eingewechselt wird und der nimmt nur Zugleisten weg und so weiter, betäubt halt noch jemanden, ich weiß nicht so genau, ich nehme mal Sunfag raus, packe den Soldaten rein, damit der geschützt wird von den beiden, ich hoffe mal, dass das, obwohl, ja, schwer zu sagen. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ich probiere es mal aus. Wenn nicht, packe ich Sunfag wieder in die Startaufstellung, weil dass ich den Soldaten einwechseln kann. Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Weil der Soldat, wenn der eingewechselt wird, der macht das hier und ist damit richtig, richtig stark, ne? Probieren wir es mal. Probieren wir es mal mit der Aufstellung. Zwei Tanks und ein Angreifer. Und den Angreifer, ich hoffe mal, dass das so klappt, dass die Hound's Tooth rechtzeitig tanken kann. Wenn nicht, packen wir einfach wieder Sunfag in die Startaufstellung. Dann haben wir drei Tanks in der Startaufstellung, dann ist es sowieso egal. Und, ja, ihr seht das, er wird fokussiert und dann können wir auch direkt das hier machen. Sehr gut, so. Und jetzt geht es darum, Anakin zu fokussieren. Und zwar mit dem Bomber, mit dem Hyänenbomber. Okay, wir müssen jetzt wieder ihn angreifen, das passt schon. Stärken mal ihn, würde ich sagen. So, dann gehen wir hier auf Anakin. Perfekt. Hat die auch gleich wieder verloren durch den Bonusangriff. Also es war irgendwie hat das überhaupt nicht so gut funktioniert. Weil wir einen Vulture-Druiden bekommen haben, der hat auch gleich mitgemacht. Und ich muss ja jetzt die Tanks angreifen. Also greifen wir jetzt mal hier die Tanks an. Vielleicht ist auch einfach der gute Ding jetzt in der Charterstelle nicht gut gewesen. Jetzt rufen wir mal den nächsten Vulture-Druiden. Damit machen wir auch nochmal blind und alles, ne? Und zum Kram auf die Gegner. Greifen wir vielleicht ihn an. So. Hier auch. Sehr gut. Anakin mit Vulture-Druiden ist quasi nutzlos. Und hier greifen wir weiterhin an. Wir hätten den angreifen sollen, nicht die Hound's Tooth. Anakin war ja auch blind, ne? Habt ihr gesehen, das hat schon wirklich viel ausgemacht. Wir greifen ihn hier an. So, super. Und dann würde ich sagen, machen wir Schaden auf alle. Anakin ist down. Sehr schön. Jetzt machen wir wieder Vulture-Druiden auf die Hound's Tooth. Superklasse. Hat auch gleich drei Stück davon bekommen. Da ist der Y-Wing. Gegner hat dann auch viele Tanks, ne? Und verlässt sich darauf, dass er die Ultimate macht. Wir greifen hier an. So, jetzt müssen wir halt den angreifen, den Y-Wing. Machen nochmal hier Schaden auf alle. Und auch dann gleich wieder Vulture-Druiden auf alle. Der hier wird sterben durch Vulture-Druiden, wenn er dran ist. Das hier machen wir auf ihn.
Superklasse. Und verpassen ihm nochmal. Vulture-Druiden, sag ich immer. Ich meine Bastruiden natürlich, ne? Ganz klar, von den Vultures. Und das machen wir mal auf so einen. Damit er ebenfalls stärker wird. Und dann attackieren wir hier. Superklasse. Insgesamt ist die Strategie mega, mega gut. Also auf jeden Fall Vulture-Druiden nicht in der Starterstellung haben, sondern sie einzusetzen. Später. Das ist viel besser. Und ich packe wahrscheinlich Sunfack in die Starterstellung, weil wir dann nämlich drei Tanks haben. Es geht nur noch darum, ihn zu killen. Und der Gegner hat auch seine Ultimate, glaube ich, aber das bringt ihm auch nicht wirklich weiter. Der ist betäubt. Sehr schön. Kann er nicht kontern. Hier ein paar Bastruiden auf ihn. Der wechselt ein. Ahsoka. Aber Ahsoka ist keine große Bedrohung für uns mehr. Perfekt. Superklasse. Okay. Es läuft, Freunde. Also, danke, Freunde, für den Tipp, die Houndstooth in die Starterstellung zu packen. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Funktioniert wunderbar und dafür halt eben den Wohlstand-Druiden erst später einzusetzen. Hier noch ein Bastruiden oben drauf, ist auch egal, dann ist das Ding erledigt. Ja, und dann packe ich einfach nochmal Sunfack in die Starterstellung. Also nicht den Soldaten, sondern Sunfack. Da habe ich drei Tanks in der Starterstellung und danach kommen nach und nach unsere Angreifer. Die Flotte baut ja darauf auf, dass sie ein bisschen mehr Zeit braucht. Ne? Super. So, das ist geschafft. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier in der Arena. Ich werde nicht gegen Ray kämpfen hier. Ich werde mir jetzt hier Gegner raussuchen, die keine galaktische Legende haben. Irgendwo in den, vielleicht Platz 118, den da, ne? Das ist der nächst bessere Platz, den wir schlagen können. Pater Torbis, gegen den kämpfen wir gleich. Also sehen wir uns gleich wieder in circa 4 Minuten, Freunde. Okay, Freunde, weiter geht's hier gegen den angekündigten Gegner. Wahrscheinlich wird es hier ziemlich langweilig werden in der Arena, weil ich ja nicht wirklich aufsteigen kann. Ich komme ja nicht wirklich in die Top 100 rein. Und das hängt eben. Machen wir ganz kurz das hier auf ihn. So, perfekt, jetzt können wir uns um Sieg kümmern. Ich komme ja nicht wirklich in die Top 100 rein, ne? Das hängt ja hauptsächlich damit zusammen, dass es halt so viele galaktische Legenden gibt und die sorgen halt dafür, dass wir nicht wirklich gegen die gewinnen können. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich zukünftig die... Oh Mist. Deswegen werde ich wahrscheinlich zukünftig die Truppkämpfe weglassen. Fives ist einfach so gestorben, das ist ziemlich blöd. Sehr, sehr blöd ist das sogar. Okay, wir killen jetzt mal Bastila. So, dann killen wir Revan. Geben das mal hier Rex. Ah, sehr schön. Ich wollte eigentlich gerne ihn killen. Okay, super. So, und perfekt. Machen wir schon mal groß. Er heilt sich auch gleich wieder. Wir greifen mal normal an. Wenn Anakin gleich aufgewacht ist, kann er ihn killen. Okay. So, Anakin ist wach. Und jetzt macht er ihn platt. 1 und 2. Sehr schön. Ja, das wird meistens so ablaufen, aber sobald die Gegner galaktische Legenden haben, wird es fast unmöglich für uns. Deswegen glaube ich, sind diese Kämpfe nicht so mega spannend. Aber in der Flotte haben wir Potenzial, in die höchsten Ränge zu kommen. Obwohl, hier, guck mal. Wir könnten vielleicht sogar... Wer ist denn auf der 100? Je nachdem werde ich vielleicht mal versuchen... Ja, vielleicht schaffen wir es doch. Ich guck mal, wer nachher auf der 100 ist oder so. Oder vielleicht kann ich ja dort noch gewinnen. Okay, wir haben wieder unsere täglichen Aufgaben alle abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Und jetzt geht's weiter zu den Schiffen. Schauen mal, ob wir dann da den nächsten Kampf bestreiten können. Noch warten müssen, noch ein bisschen warten. Dann kämpfen wir gegen diese Flotte hier. Big Bear ist das. Und der ist auf Rang 52. Wir kommen also in die Top 50 rein mit unserer tollen Flotte hier. Werden wir, denke ich, schaffen. Wir machen das dieses Mal richtig herum. So. Und den hier, ne, dass wir dann die vollen Angreifer einwechseln können. Und Hans wieder in dem Falken will ich zukünftig weglassen. Und dafür würde ich gerne... Naja, wir können ja mal Vader reinpacken. Aber ich würde gerne... den hier einsetzen. Den Falken von Lando Calrissian. Ich arbeite gerade an diesem Team. Einfach, weil ich ihn mag. Weil es die letzte Einheit sein wird, die ich einsetze. Genau wie Vader die letzte Einheit sein wird, die ich einsetze. Wahrscheinlich ist der Falke besser als Vader, aber ich mag einfach Vaders Schiff gerne. Okay, versuchen wir es mal so. Wir haben jetzt drei Tanks draußen. Das Ding hier verpassen wir ihm wieder. Weil er das Ziel ist, Anakin instant zu killen. Schnellstmöglich zu killen. So, seht ihr, wir haben jetzt drei Schiffe, die ein bisschen mehr einstecken. Tank bringt das nicht so mega viel. Und wir machen mal das hier auf ihn.
damit er geheilt ist. Okay, dann müssen wir jemanden betäuben. Wir müssen angreifen, wir betäuben mal ihn. So, greifen den ja auch an. Und dann wir ziehen wir hier auf Anakin für die Bastroiden. Ah, sehr schön. Dieser bleiben sie auch drauf. Superklasse. So. Und dann müssen wir die Houndstooth angreifen. Es geht halt leider nicht anders. Unser Tank, einer unserer Tanks wird leider draufgehen hier, aber dafür ist er ja da im Endeffekt, ne? Greifen wir die Houndstooth an. So, verpassen die auch gleich mal drei neue Bastroiden. Dann wechseln wir ein. Und wen wir einwechseln, ist dieses Mal hier den Vulture-Druiden. Sehr gut. Ruf doch gleich Verstärkung. Gegner sind alle blind, bis auf... Naja, die Houndstooth anzugreifen bringt gerade nicht so wirklich viel. Ich greife mal ihn hier an. Okay, sehr gut. Wunderbar, der ist fast down. Machen wir das hier. Damit unsere Houndstooth auch wieder ein bisschen tanken kann. Der ist auch fast down, den killen wir mal ganz schnell. Beziehungsweise wurde ja gerade geschützt, ne? Schaden auf alle. Sehr schön, das macht großen Schaden. Und ich würde mal sagen, ich muss ihn weiter angreifen. Wir geben nochmal hier Vulture-Druiden auf die Houndstooth. Ja gut, die hat auch Buff-Immunität bekommen. Superklasse. Anakin kriegt auch langsam immer mehr Schaden durch die Bastroiden. Und da kommt der Falke. Ah, unsere Houndstooth könnte draufgehen hier an der Stelle. Wir müssen echt aufpassen. Okay, sie ist draufgegangen. Das passt. Sollten wir aber trotzdem noch hinkriegen, denke ich. Da kommt die Ultimate. Okay. Ich kann auch niemand anderen angreifen. Ich muss den angreifen. Wir machen halt gar keinen Schaden auf den. Wechseln wir jetzt mal ein. Und zwar würde ich sagen... Wir holen den Soldaten. So, okay. Bonusangriff. Hat immer noch nicht gereicht. Boah, ich hätte schwören können, das würde reichen. Okay, okay, okay. Der ist draufgegangen. Wir müssen halt echt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei diesem Team klappt die Strategie nicht so gut, würde ich sagen. Nicht so toll. Aber die Bastroiden leisten auch ganz schön Arbeit und machen ganz schön Arbeit. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen regenerieren, wenn wir unsere Ultimate Dingens machen. Oh, da ist Vader, okay. Hier, Bastroiden. Okay. Noch ein Bastroiden bringt nicht viel, ich greife nochmal an. Falke. Okay, erst einmal Ultimate. So, erstmal durchatmen. Perfekt. Dann versuchen wir, die Houndstooth schnellstmöglich platt zu machen. Super, die ist down. Sehr schön. Da machen wir Vader platt. Da auch noch mal Bastroiden oben drauf. Da seht ihr mal, was die Ultimate von Grievous anrichtet, ne? Guck mal hier, die gegnerische Großkraftschrift musste aussetzen. Und, was das anrichtet. Einfach hier. Zack, zack, zack. Boom, boom, boom. Alles weg. Sehr schön. Erst sah es noch einigermaßen kritisch aus, aber dann, ne? Alles voller Geier hier. Und, ja, weggepustet. Wunderbar. Können wir auch hier machen, wenn wir dann gegen Double Z kämpfen. Wir kommen also locker in die Top 50 mit dieser Flotte, mit diesem Team. Ah, ich liebe die Separatisten. Das macht mir mega, mega Spaß. Ich mag auch dieses Team hier, ne? Ich wechsle mal ein bisschen rum. Da sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Also bis gleich. Okay, Freunde, ich habe ein bisschen rumgesucht. Ich möchte ja nicht gegen das gleiche Team kämpfen, das ich habe. Beziehungsweise alles andere sind galaktische Legenden. Darum kämpfe ich erst einmal gegen dieses Team hier. Da ist keine galaktische Legende mit dabei. Hoffe, wir können es schlagen und dass wir dann eben eine bessere Auswahl innerhalb der Top 100 haben. Also versuchen wir es mal. Ich habe gar nicht so genau darauf geachtet, ob mein Team komplett Relikt 7 ist. Aber das gegnerische Team ist quasi das gleiche, was wir haben. Komplett Relikt 7 und ist damit wahrscheinlich ein bisschen im Vorteil. Deswegen versuche ich es mal so. Okay, wir geben das hier wieder Fives. So, okay, er provoziert nicht mehr. Dann greifen wir wieder sie hier an. Sehr gut. Könnten eine Granätchen werfen, mache ich aber nicht. Ich greife mal hier so an und dann, boom, wunderbar. Alle verwirrt oder fast alle verwirrt. Anakin kontert zweimal für beide Angriffe. Da kontert gleich wieder. Oh, Vader greift an. Kontert auf Vader. Geht ein bisschen meditieren. Und jetzt sind die Gegner dran. Gegner im Zug. Es kann wieder irgendwas zuerst sterben, aber bitte nicht Fives. Okay. Fives hat sich geopfert. Das passt. Ich greife jetzt mal ganz kurz ihn an. Weil ich ihn schon mal schwächen möchte. Sehr gut. Und da kümmern wir uns gleich um sie. Okay, er saugt wieder an Anakin. Dann machen wir das auf Rex. Sehr schön. Ihn müssen wir jetzt attackieren. So. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir uns hier um alle anderen kümmern. Wir machen ganz kurz das da. Dann ist er nämlich auch down. Wir könnten auch gleich Malak killen. Wenn Anakin dazu kommt noch. Ah, ja gut, sehr gut mit dem Konter.
Und das war's. Jedem einmal Lichtschwert übergezogen und damit haben wir auch hier den Sieg. Das Team scheint ein bisschen übermächtig. Es macht aber auch riesen Spaß, muss ich sagen. Spaß, das Team in der Arena zu spielen. Hier ist Palpatine als galaktische Legende. Ich gucke nachher mal, was sich hier so in den Top 100 rumtreibt. Aber ich glaube, das werden alles galaktische Legenden sein. Ich werde mal versuchen, gegen der galaktische Legende Palpatine zu kämpfen. Vielleicht hat ja unser Team da wenigstens eine Chance. Gegen Kylo Ren haben wir jedenfalls nicht die geringste Chance gehabt. Und das scheint alles galaktische Legenden hier zu sein. Egal wie ich es drehe und wende. Oder halt Mirror Match gegen unsere eigenen Leute. Also gegen unser eigenes Team. Wir gehen mal hier hin. So, da können wir auch gleich noch den nächsten Kampf machen. Da ist ein 9 Minuten Reset. Dann sind wir zumindest in den Top 50. Und kriegen dann die Top 50 Belohnung. Ne, hier. 50 Kristalle. Ich würde da gerne zumindest in die Top 20 kommen. Für 100 extra Kristalle. Aber da muss ich mich auch wieder absprechen mit dem Char-Chat. Und ich finde es ein bisschen Zeitraum und nervig. Galaxy of Heroes, ich wurde da mal gefragt, ob ich nicht vielleicht mal irgendwie ein Video machen kann vor positive und negative Dinge an Galaxy of Heroes. Ich habe ja schon mal solche Videos gemacht. Und wie ich das momentan sehe und so ein Kram und Meta-Änderungen und sowas. Und was mich am meisten an Galaxy of Heroes stört, was mich wirklich richtig, richtig stört und ankotzt, sind Mods. Ich hasse Mods. Da kriege ich Bescheid von der Gilde. Ich hasse Mods wie die Pest. Mods sind so widerlich. Es ist so zeitaufwendig, Mods zu machen für die Charaktere. Und das gilt halt eben für... So. Das gilt halt eben für alle Spielmodi, alle Charaktere, bei denen wir irgendwie Mods bearbeiten müssen. So. Ich finde das wirklich sehr, 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 sehr nervig. Und das nimmt mir, das raubt mir sehr stark den Spaß an diesem Spiel. Sehr, sehr stark. Wir machen mal vielleicht... Das ist eigentlich egal, wir machen das mal hier weg. So, super. Betäuben den mal. Und dann wählen wir hier Anakin aus. Und bei Flotte braucht man keine Mods. Man kann einfach direkt losstarten mit den Schiffen. Das finde ich zum Beispiel Spitzenklasse. So, meistens läuft es ziemlich gleich ab. Ne? Egal, wie man es dreht. Und wendet. Wir verpassen jetzt ihm hier Bastruiden ebenfalls. Sehr gut, so. Und dann machen wir hier Angriff auf alle. Boom, wunderbar. Haben noch einen Vulture-Druiden bekommen. Ich würde mal sagen, wir attackieren jetzt hier Anakin, damit der schnell raus ist. Und dann greifen wir den da an, den Y-Wing. Oder wisst ihr was? Ah doch, wir müssen. Ihn oder Hound's Tooth heißt es halt. Und ich mache erstmal den zuerst platt. Wobei... Aber schon ein bisschen... Es macht eigentlich nicht viel Sinn jetzt, die Hound's Tooth. Also entweder man fokussiert sie komplett oder man lässt es sein. Die sterben ja sowieso langsam. Dann wechseln wir noch einen weiteren Vulture-Druiden ein, verpassen allen Blindheit und noch mehr Bastruiden. So, superklasse. Und greifen wir den mal an hier. Perfekt, der ist erledigt. Und jetzt geht's um die... Ah, die Hound's Tooth hat die wieder verloren. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir können halt dauernd Bastruiden oben drauf packen. Falke ist halt überhaupt nicht gefährlich. So, ich greife mal ganz kurz Fives an, damit der auch platt ist. Und jetzt geht's wieder hier an die Hound's Tooth. Hätte ich auf den Falken zielen sollen, aber ist nicht weiter schlimm. So, ausgewichen. Aber wir machen jetzt das hier. Boom, boom, boom. Auf alle. Sehr schön. Alle sind verwirrt, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich würde mal sagen, dem geben wir das mal hier ganz kurz, damit er noch stärker wird. So, ein paar Bastruiden oben drauf. Und dann greifen wir ihn ganz normal an. Perfekt. Dann noch einmal. Seht ihr, die nicht verwirrt sind, die greifen da halt mit an. Jetzt kommen die Bomber. Okay, die haben großen Schaden angerichtet. Wir haben auch mal einen Vulture-Druiden bekommen. Dann rufen wir den Spion. Und jetzt machen wir Kleinholz aus dem Falken. Und zwar hiermit. Ist sogar ausgewichen, ne? Aber jedes Mal, wenn wir mit angreifen mit einem Separatisten, greifen die anderen mit an. Und ich warte darauf, dass wir unsere Ultimate machen können gleich. So, perfekt. Hier ist die Ultimate. Und jetzt sind die Kleinholz. Ja, wir haben nochmal ganz viele Vulture-Druiden bekommen hier. So, der Falke ist down. Das Ganze jetzt nochmal auf sie. Gegnerisches Großkampfschiff muss ja eine Runde aussetzen. Der hat also gar keine Hoffnung, das irgendwie noch zu drehen, noch irgendwie zu gewinnen. Wir machen den Angriff hier. Da kann sie auch nicht kontern oder so. Und sie ist platt. Es sieht, am Anfang muss man einfach nur durchhalten mit den Tanks, die man hat. Und dann bauen sich die Vulture-Druiden auf, die sich immer wieder reproduzieren. Und dann war's das. Und der hier, guck mal, der hat sogar nur 5 Sterne. Sollte also auch relativ easy sein. Und in 6 Minuten ist das Ganze. Ich könnte jetzt 50 Kristalle ausgeben, resetten und nochmal, aber dann habe ich eh wieder 50 Kristalle gewonnen und ausgegeben, also macht das nicht allzu viel Sinn. Also gehen wir doch mal hierhin zurück
und gucken mal, ob wir vielleicht hier irgendwen schlagen können. Ich kämpfe gegen dieses Team. Galaktische Legende Purpatine. Relikt 7, 6 Seta, der ist komplett ausgebaut. Wir werden dann mal sehen, wie wir uns hier schlagen. Okay, Freunde? Also wir sehen uns wieder in 3 Minuten. Ihr seht, Freunde, aus Zeitgründen war ich zu spät zum Payout für meine Trupparena und auch zu spät, noch höher in die Flottenarena, in der Flottenarena aufzusteigen. Aber es ist ja nicht weiter schlimm. Es geht erstmal darum, für mich überhaupt zu sehen, können wir irgendwie Galaktische Legenden schlagen mit unserem Team, was wir hier haben? Und haben wir das Potenzial, überhaupt noch irgendwie Fuß zu fassen in den Top 100? Jedenfalls seht ihr, es wird quasi unmöglich für uns, das irgendwie zu schaffen. Davon gehe ich jetzt schon mal ganz, ganz stark aus. Wir geben das mal hier Fives. So, sehr gut. Ich würde gerne... Wir machen erstmal die Buffs weg von den Gegnern. So, wir müssen wahrscheinlich zuerst mal irgendwie an Malak vorbei. Ich versuche mal jetzt hier Anakin vorzuschicken auf Purpatine. Und Purpatine zuerst auszuschalten, schnellstmöglich. Bevor der irgendwelche Shenanigans machen kann. Wir haben sofort hier... sind wir am Meditieren. Und er heilt sich auch wieder komplett. Müssen jetzt wieder die Tanks angreifen, die provozieren können, die auch sehr, sehr, sehr tanky sind. Okay, sehr gut. Ich muss... Ah, vielleicht ihn hier. Okay, okay, er hat Fives zuerst gekillt, natürlich. Wen auch sonst, ne? Natürlich killt er Fives zuerst. Und ihr seht halt, durch die ganzen Buffs, die Gegner haben und so, und die ganzen Fähigkeiten, die sie haben, kommen wir halt nicht dazu, großartig Schaden zu machen, großartig irgendwas anzurichten oder so. Machen einfach kein Damage und unsere Einheiten platzen einfach nur. Vielleicht sehen wir ja schon die Ultimate von ihm. Es ist halt einfach, wir können Galaktische Legenden so nicht schlagen. Wir brauchen halt eine richtige Strategie, ein richtiges Team, das halt extrem stark ist. Und das funktioniert halt so auf gar keinen Fall. Nicht einfach nur mit der 501. so wie sie ist. Da muss man ein bisschen außerhalb der Box denken. Und vielleicht brauche ich auch eine Galaktische Legende, um irgendwie Fuß zu fassen. Deswegen denke ich mal, werde ich zukünftig die, die Trupp-Arena-Kämpfe weglassen. Solange bis ich mein Purpatine habe. Weil ich nicht glaube, dass wir irgendeinen von denen hier irgendwie schlagen können. Außer wir machen ein Spiegel-Match, ein Mirror-Match gegen ein Team, das genauso aussieht wie unseres. Aber die sind alle außerhalb der Top 100. Okay, hier Flotte, haben wir Rang 42 geschafft, haben dafür 50 Kristalle bekommen, das ist schon mal ganz gut. Wir können aber noch höher kommen, wir können jetzt auf Rang, 30 Sekunden, wir können sogar noch auf Rang 32, ich will halt in der Flotte aufsteigen. Ich will in der Flotte wieder in die absoluten Top-Ränge kommen, weil, wie gesagt, wir haben da nicht dieses blöde, nervige Problem mit den, mit den Mods, ja. Mods nervt halt einfach tierisch. Wenn man dauernd in jedem Spielmodus andere Charaktere braucht, das dauert so lang, Charaktere zu farmen und dann auch immer noch oben morden und so. Ich habe jetzt schon keinen Bock, den Modus zu spielen für die Galaktische Legende Purpatine, weil ich meine ganzen Charaktere alle oben morden muss. Und ich finde das einfach total nervig. Total nervig. Das ist das Schlimmste in diesem Spiel, was es gibt für mich persönlich. Es gibt vielleicht totale Cracks, die lieben dieses Spiel, die spielen den ganzen Tag nichts anderes und lieben es halt Mods auszurüsten und zu Theorycraften und zum Kram. Das mag ja sein, aber für jemand, der eben noch andere Sachen zu tun hat, andere Aktivitäten hat, andere Verpflichtungen hat, als nur Galaxy of Heroes zu zocken und sich über Mods Gedanken zu machen und zum Kram, ist das schon ziemlich schwierig, ja, mit noch, also nicht schwierig, aber sehr zeitaufwendig, sich noch mit über Mods Gedanken zu machen und so. Wir machen das hier und ich würde mal sagen, wir machen mal eben die Debuffs weg. Mache ich euch ein bisschen stärker. So, hier nochmal Anakin auswählen. Sehr gut, so. Okay. Anakin können wir nicht direkt angreifen, wir können die Houndstooth schon mal bearbeiten oder ihm hier ein paar Druiden verpassen. Wir verpassen ihm schon mal Druiden, die Houndstooth macht die ja eh gleich weg, nur hat sie eh weggemacht. Und jetzt können wir hier angreifen. Wir wechseln ein und zwar wechseln wir den hier ein, ne? Den Vulture-Druiden. Wechseln wir als erstes ein, jetzt können die hier sich an die Arbeit machen und da schon mal Schaden über Zeit machen. Anakin ist sogar noch blind geworden. Den greifen wir nicht an, weil ich will, dass der Vulture-Druiden noch ein bisschen aufbaut. Wir greifen erstmal hier normal an. So, unsere Charaktere sind alle verwirrt, deswegen greifen die nicht mit an. Aber das passt schon. Jetzt sind sie nicht verwirrt, jetzt können sie mit angreifen. Anakin ist auch fast down. Wir werden der gegnerischen Houndstooth gleich eh noch ein paar Vulture-Druiden verpassen. Die ist ja sowieso blind. Bast-Druiden meine ich natürlich. Mein Gott. So, Schaden auf alle. Boom, boom, boom. Sehr gut. Und dann hier. Bast-Druiden. Sehr schön. Okay, Plo Koon kam. Aber ihr seht, die Houndstooth ist auch nicht sonderlich stark ausgebaut. Wir können ja mal hier ein bisschen an Fives arbeiten, der gerade am Provozieren ist.
So. Zack, zack. Bis wir wieder Bastruiden schießen können. Und jetzt müssen wir sowieso die Houndstooth angreifen. Da kommen die Bomber. Das ist in Ordnung. Weil wir wissen ja, jeder freie Platz, den wir haben, wird sofort mit Vulture-Druiden ersetzt. Aber was ich jetzt gerne machen möchte, ist, wir sind ja nicht verwirrt mit unseren Einheiten, ne? Wir holen jetzt den Spion. So, perfekt. Und dann greifen wir die Houndstooth an. Mit allem, was wir haben. Seht ihr? Sehr schön. Jetzt müssen wir sowieso ihn hier angreifen, aber der geht schnell down, weil wir haben sehr viele Blitze. Das heißt, wir machen großen Schaden. Und jetzt nur noch der da. Plo Koon. Ich greife Plo Koon ungern an, weil ich mag Plo Koon wirklich sehr, sehr gerne. Okay, dann machen wir ganz kurz hier die Verwirrung bei ihm weg, damit er mit angreifen kann. Sehr schön. Und hier der Spion, sehr gut. Nur noch der da ist da. Cassian. Fällt sich ein paar Bastruiden. Dann nochmal Houndstooth provoziert, dass unsere beiden Tanks wieder alles auf sich ziehen. Ultimates, um den Gegner richtig jetzt auszuwischen. So, und jetzt machen wir ihn nieder mit unseren Geiern. Ha, super. Okay, wir haben Rang 32. Wir können sogar auf Rang 22 gehen, indem wir gegen Mikasa kämpfen. Oder Rang 25 besser gesagt. Das werden wir tun in circa 6 Minuten. Denn ich will meine Kämpfe ja noch fertig machen alle. Und dann haben wir gleich schon mal einen hohen sicheren Rang. Was ich hier mache, weiß ich nicht so genau. Ich kämpfe wahrscheinlich mal gegen die galaktische Legende Rey hier. Auf Rang 92. Ich muss es ja wahrscheinlich früher oder später sowieso mal versuchen. Also sehen wir uns circa 3 Minuten wieder. Ich kämpfe dann hier, ne, gegen dieses Team. Also bis dann, Freunde. So, übrigens meine Meinung, was die Meta angeht und die galaktischen Legenden angeht. Ich finde das Prinzip mit den galaktischen Legenden mega cool. Wir haben in der Arena von Perpetuine über Kylo Ren und Rey und so alle galaktischen Legenden irgendwie vertreten oder mehrere galaktische Legenden vertreten. Ich finde das eine ganz, ganz, ganz tolle Idee gewesen von Capital Games, eine höhere Stufe an Charakteren hinzuzubringen, von denen man nur einem Team haben darf, die halt bestimmte legendäre Charaktere wirklich legendär machen. Ich meine, Kylo Ren und Rey sind für mich keine Legenden, weil ich mag die Sequels nicht so gerne. Die haben zwar Spaß gemacht zu gucken, aber rein Story- und Lore-technisch waren die größte Müll, meiner Meinung nach. Spaß gemacht zu gucken hat's. War witzig. Es war nicht langweilig, aber es hat nicht wirklich viel Sinn ergeben, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber als das ist ein anderes Thema. Ich meine, an sich, Galaktische Legenden war eine richtig geile Idee. Ich hoffe für mich, dass Count Dooku noch als Galaktische Legende kommt, weil ich finde, er hat's verdient. Und an sich grundsätzlich sind Galaktische Legenden eine saugeile Idee. Aber man muss halt eine besitzen, um wirklich mithalten zu können. Muss man halt eine besitzen. Das ist halt das größte Problem, was ich an galaktischen Legenden sehe. Man hat sonst nicht wirklich eine Chance, ne, gegen diese galaktischen Legenden. So, okay. Revan markiert Rex. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Grundsätzlich ist das nicht schlecht. Jetzt kann ich auch wieder hier... Okay. Ich muss ihn halt angreifen, ne? Das geht ja nicht anders. Wie greift man mit ihm an? So, weiter. Weiter. Henny steht auf, okay. Sehr gut. Greifen wir ihn mal an. Kann ich ihn killen? Okay, einmal ist er immerhin gestorben. Weiß gar nicht, wie oft der wiederbelebt wird, so. Einmal, glaube ich, ne, wegen Revan, weil der mit dabei ist. Und sie macht gleich ihre Ultimate, dann sind wir eh erledigt. Also ich kann nicht verhindern, dass sie ihre Ultimate macht, weil der Watambo dafür sorgt, dass er provoziert. Und, weil ich das eben nicht verhindern kann, dass er seine Ultimate macht. Seht ihr ja, ne? Ich mache einfach kein Damage. Dass sie ihre Ultimate macht, werden wir wahrscheinlich den Kampf verlieren. Okay, der ist down. Sehr gut. Watambo ist nicht mehr so gefährlich. Ich müsste jetzt eigentlich sie killen. Kann ich hier Granate mal schmeißen? So. Okay, er markiert wieder Rex. Es ist nicht schlimm, wenn er Rex markiert. Am liebsten wäre mir, er würde jemand anderen markieren. Zum Beispiel den Ark oder so, ne? Solange er nicht Feist markiert, ist es in Ordnung. Ich versuche jetzt Rey zu killen. Okay, okay, okay. Fives hat sich jetzt geopfert. Jetzt ist mein Team stark. So. Sie ist verwirrt. Das ist schon mal gut. Ah, sie hat ihre Ultimate, oder? Ja, okay. Kann ich sie vorher killen? Das macht zu weh. Macht kein Damage. Das bringt nichts. Ich muss wahrscheinlich Revan killen. Gebe das bei ihm. Schmeiß nochmal eine Granate. Okay, okay. Vielleicht kill ich mal Watambo. Auf Rey bringt das alles nichts.
Die macht noch mehr Ultimate. Aber ihr Ultimate macht nicht allzu viel Schaden. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber sie hat sehr, sehr viel Bonusschutz. Und, ja genau. Vielleicht so. Auch das hat nicht viel ausgemacht. Habt ihr das gesehen? Mann, Mann, Mann. Beflügelt. Granate. Okay, okay. Die ist halt wirklich sehr, sehr defensiv. Oh Gott, und hat auch noch alle weggepustet. Kann ich sie vielleicht damit, wenn ich sie jetzt nicht killen kann? Nein, die heilt sich auch noch extrem. Schade, schade. Vielleicht hätte ich vorher doch mich um Revan und so kümmern müssen und erstmal die anderen Charaktere alle killen und so. Weil ihr seht, es bringt nichts. Ich hätte eine Chance, denke ich mal, wenn ich es richtig angehe. Die Charaktere in der richtigen Reihenfolge angreifen. Die heilt sich aber auch noch ziemlich stark, ne? Seht ihr das? Die heilt sich ziemlich übel. Ich denke mal, ich werde es nochmal gegen dieses Team versuchen. Ich glaube, ich habe eine Chance mit der 500 Ersten. Ich muss wahrscheinlich erstmal alles andere um Ray herum killen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was ich tun sollte. Aber ich werde jetzt keine Kristalle dafür ausgeben. Das gucken wir uns vielleicht beim nächsten Mal an, Freunde. Wir haben, glaube ich, noch einen Kampf, den wir in der Flottenarena machen können. Und da würde ich gerne jetzt hier gegen die 25 kämpfen, dass wir uns zumindest mal einen höheren Rang gesichert haben. Und beim nächsten Mal Payout kommen wir vielleicht sogar in die Top 20 rein. Das könnte passieren. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und wir lassen einfach mal Sunfack hier drin in der Startaufstellung. Was soll's. Der ist der, der am meisten auf den Mund kriegt am Anfang. Und auch meistens am Anfang stirbt. Aber das ist okay. Wir machen jetzt mal das auf ihn. So. Wählen hier jetzt mal Anakin aus. Sehr gut. Und dann, versuche ich, ich muss ihn angreifen. Den Y-Wing. Okay, der ist tot. Das passt. Der ist erledigt. Ich würde gerne Rex als nächstes killen. Aber ich habe gar keine andere Wahl, als ihn anzugreifen jetzt hier erst einmal. Wir wechseln ein. Und zwar würde ich sagen, wir wechseln jetzt hier den Vulture ein. Wir sind nicht verwirrt mit uns, mit den meisten unserer Einheiten. Das heißt, wir können jetzt hier auch gleich draufkloppen. Also machen wir das mal hier. Sehr gut. Gut, dass die anderen mal gleich mit angreifen. Jetzt können wir uns um Rex und um Anakin kümmern. Ich würde mal sagen, gleich als nächstes mal um Anakin kümmern. Hier kommt schon die Ultimate. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Das war krasser Damage. Und auch unsere Hound's Tooth ist schon draufgegangen. Oh Mann. Die machen jetzt auch hier krassen Damage, glaube ich. So. Okay, wir müssen... Wir können ihn angreifen. Sehr gut, der ignoriert da glücklicherweise provozieren. Fives ist da. Ich mag Fives, ich finde den so cool. Und als nächstes rufen wir den Spion, weil ich gerne um die Hound's Tooth herum angreifen möchte. Sehr gut, auf Fives. Also greifen wir ihn mal an. Sehr gut, wunderbar. Aha, okay. Wir verpassen Fives ebenfalls Vulture-Druiden. Ah, ich meine, ihr wisst schon, Bastruiden. Okay, die haben ihre Buffs bekommen. Jetzt können wir nur die Hound's Tooth angreifen, also kriegt ihr auch Bastruiden. Und wir machen das hier auf ihn, machen die ganzen Debuffs weg. Sehr gut, der wird dann auch ein bisschen stärker dadurch. Haben noch einen Vulture mit hinzubekommen. Greifen hier weiter an, halten auch weiterhin Bastruiden drauf, okay. Plo Koon kommt, wird heilen und Tank geben und so, also ne, tanken und so weiter. Wenn unser Bomber noch ein bisschen durchhält, unser Hyänen-Bomber, haben wir auch eine gute Chance. Ah, schade, ist er down, okay. Aber wir können jetzt die Ultimate machen und dann die Hound's Tooth erstmal killen. So, perfekt, hier. Super, Hound's Tooth ist down. Als nächstes killen wir Plo Koon, weil der in der Lage ist zu heilen. Perfekt, und Rex kümmern wir uns nicht. Wir machen erst einmal das hier auf ihn. Greifen ihn dann an mit allem, was wir haben. Und dann hier Rex. Ah, sehr schön, Freunde. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Und jetzt gibt's die volle Packung Separatisten-Action auf den Arm Rex. Und das war's. Echte Game-Changer sind das. Echte Game-Changer. Ich liebe, dass wir die Kämpfe drehen. Und dann die Gegner mit Schwarmangriffen bombardieren. Super. So, hier geht's dann weiter beim nächsten Mal. Ich werde jetzt keine Kristalle dafür ausgeben, könnte ich natürlich tun. Beim nächsten Mal, ihr seht, ich sehe hier öfter diese Aufstellung. Vulture, ihn und dann Sunfag. Ihn, Bomber und Sunfag, ne? Das ist die Aufstellung, die bei mir auch ursprünglich drin war. Diese Aufstellung hier. Und da habt ihr mir gesagt, ich soll hier auch uns Tools in die Startaufstellung packen. Wie sieht's bei den Rängen aus? Gucken wir jetzt mal den höchsten Rang an. Der hier Grievous spielt, das ist der hier. Was hat der für eine Aufstellung? Ebenfalls diese Aufstellung, seht ihr?
Es ist immer diese Aufstellung. Also da ist nicht die Houndstooth am Anfang drin. Trotzdem akzeptiere ich das mal und spiele das mal so weiter mit der Houndstooth in der Startaufstellung. Wir fahren ja ganz gut damit. So, perfekt, Freunde. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Lasst mich gerne wissen, ob ihr irgendwelche Tipps habt hier, wie ich vielleicht gegen galaktische Legenden kämpfen kann. Wollt ihr trotzdem noch Trupp-Arena-Kämpfe sehen, auch wenn die sich vielleicht ein bisschen wiederholen, weil wir uns eh meistens so die Rosinen rauspicken. Und, hiervon wollt ihr davon auch gerne mehr sehen. Wollt ihr sehen, wie ich vielleicht zumindest in der Flotte mal Rang 1 erreiche zum Payout? Das wäre ja ziemlich cool. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn wir das mal schaffen zum Payout. Naja, gut, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Separatisten mit euch sein.